Wir machen, was wir können, mit Kopf, Herz und Hand. Aber es ging nichts ohne sie. Ohne unsere Spenderinnen und Spender, die zum Teil seit Jahren, ja Jahrzehnten mit uns unterwegs sind und die ihr Vertrauen, das sie im Pfarrer Sieber haben, der Organisation, die er gegründet hat, schenken. Wir sind darauf angewiesen, dass sie weiter dabei bleiben. Wir sind darauf angewiesen, dass sie unsere Arbeit weiter unterstützen. Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns treu bleiben und dass wir auch von ihnen wie einen Auftrag haben. Für Menschen in Not da zu sein, herzuschauen, wo niemand sonst herschaut. Und wenn es nötig ist, auch mit unkonventionellen und manchmal frechen Methoden zur Linderung von vorfindlichen Nöten beizutragen. Danke, dass Sie dabei bleiben. Danke, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Danke für jede Form von Unterstützung. Brothausen bedeutet für mich ein wirkliches Zuhause und Familie. Ja, das ist eigentlich das Glück, dass ich da sein kann. Sonst, wenn es schlecht gegangen wäre, wäre ich jetzt irgendwie auf der Straße oder sonst irgendwo. Eine Rettung im Prinzip, dass ich nicht über Nacht draußen irgendwo im Freien schlafen muss, was für mich notgedrungen gewesen ist. Und da möchte ich herzlichen Dank sagen, dass ich so aufgenommen wurde. Das Brothausen bringt mir Halt, es gibt mir eine Stütze, es gibt mir wieder Perspektiven im Leben, kann mich wieder aufbauen und zu Kräften. Wir sind sehr beeindruckt, dass uns im letzten Jahr fast 40.000 Menschen finanziell und durch Sachspenden unterstützt haben und damit überhaupt die Arbeit für Menschen in Not in der Region Zürich ermöglicht haben. Ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen der 40.000 Spender. Ferner freut es uns auch, dass wir im letzten Jahr das CEWO-Gütesiegel wieder erlangt haben, ein Qualitätsausweis für unsere Arbeit. 87% der eingesetzten Mittel kommen direkt den hilfebedürftigen Menschen zugute. Ein Wert, der im Vergleich zu anderen Hilfswerken sehr, sehr gut ist. Wir werden auch alles daran setzen, dies im kommenden Jahr einzuhalten.